Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 6. Juni 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie und chinesischen Astrologie übernommen. Es ist eine Mischung von beiden Systemen. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen auch. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Warum ich umgestiegen bin auf die indischen und auf diesem System, dieser tibetischen Astrologie und warum ich verabschiedet habe von westlichen Astrologie, weil ich habe in den letzten Jahren sehr intensiv mich mit Astronomie beschäftigt und ich stellte fest, dass die Beschreibung, die Himmelsobjekte, die Position, die Himmelsobjekte anderes ist, was die westliche Astrologie vermittelt. Und das war für mich ein Problem. Und eine Lösung habe ich daran gefunden, dass das anderes Berechnung ist und die indische Astrologie, die indische Berechnung ist übereinstimmend, so wie die Astronomen das auch berechnen und das ist für mich persönlich stimmiger, präziser ist. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen. Sonne bewegt sich noch im Stier, im Erdeelement, also handelt sich um Bodenständigkeit, eine feste Boden unter unseren Füßen, natürlich auch Materie, Finanzen, indirekt auch die beruflichen Situation. Außerdem Stier zeigt auch zur Ruhe kommen, die Tage genießen, gemütlich machen, etwas verschönern oder raus in die Natur bewundern die göttlichen Schöpfung. Mond ist schneller als die Sonne. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und aktiviert etwas in unserem Leben und das hat mit unserem Alltag was zu tun und wirkt auf unseren Gefühlen. Mond bewegt sich hier in den Zwillingen, aktiviert natürlich Zwillingsthemen und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine schöne Königin Leda. Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger. Leda gebar den Zwillingen Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König und das heißt menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Dann kam der Tag, wo Kastor sterben musste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben. Ich will meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch zusammen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben. Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt und sie leuchten in diesem Sternbild. Kastor und Pollux. Diese Geschichte ist für uns eine Information und das heißt,
wir Menschen, und ich bin überzeugt, auch die Tiere, auch die Pflanzen, alle Lebenswesen, wir haben eine Seele. Und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Das heißt göttlich und unsterblich. Und diese göttliche Funke, das haben wir in uns. Und das ist dieser unsterbliche Teil, was Pollux symbolisiert. Und das könnt ihr so vorstellen, wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper. Verlässt die Seele Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Schöpfer zurück. Die Seele hat die volle Erinnerungen und auch Gefühle. Und wenn die Seele ankommt bei Gott, dann kann ich sinngemäß nur so vorstellen, dass Gott uns fragt, ja, wie war das? Erzähl mir, wie war das auf die Erde? Und die Seele erzählt und erzählt und das ganze Leben wiederholt sich wie ein Film, wird abgespielt und die Seele schaut das nochmal an. Und Ende dieses Filmes, was ich sinngemäß nur so vorstellen kann, fragt Gott, wie fühlst du dich? Wenn die Seele dann sagt, ja, mir geht es gut, ich bin so glücklich, ich habe einen wunderbaren Lebenswerk hinter mir gelassen, ich fühle mich auch befreit, dann hat die Seele befreit von Karma. Natürlich kommt die göttliche Gesetze, die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann eben im nächsten Leben. Die Seele muss das ausgleichen, weil das ist ein Gesetz. Aber zurück zu dieser Seelenreise. Wenn Ende dieses Filmes der Seele dann sagt, ich habe das nochmal angeschaut, mein ganzes Leben, und jetzt nachhinein stelle ich mir fest, ich habe doch gar nicht gelebt. Dann kann ich sinngemäß nur so vorstellen, dann Gott antwortet, ja, dann geh zurück und mach das besser. Und die Seele macht diese Seelenreise und befindet sich in ein Rad, ein Schicksalsrad. Und das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und die Seele sucht einen Weg, einen Schicksalsweg. Das, was die Seele braucht. Und dieser Schicksalsweg ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und das hat ein Ende, das ist unser Tod. Und das ist das Menschliche. Und diese beide Seiten unserem Leben, wo auch eine Verbindung da ist, genau das erzählen die Zwillinge, Castor und Pollux. Pollux ist das Unsterbliche, das Seelische, diese göttliche Quelle, und Castor ist das Menschliche, was natürlich zu Ende geht, ganz klar. Aber die Verbindung ist da. Und das spiegeln die Zwillinge, diese Weisheit. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Bewusstsein und das befreit, dann kommen wir hier ins Luftelement. Dann können wir endlich atmen, weil wir verstehen die Zusammenhänge des Lebens. Und diese Geschichte
Und die Zwillingsenergie aktiviert gerade die Mondbewegung. Dazu kommt noch der Einfluss von Orion. Orion ist der himmlische Jäger. Orion hat auch zwei Hunde und das zeigt in eine Richtung. Und das ist der Polarstern im kleinen Bär oder kleinen Waage. Und Polarstern dient zum Orientierung. Wir brauchen Orientierung in unserem Leben. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch. Und wir brauchen auch die Mars-Energie. Mars ist auch in Zwillingen. Das heißt, wir können uns behaupten, wenn andere überzeugen können von etwas. Und wenn wir spielerisch handeln, mit Leichtigkeit. Wir brauchen den Luft zum Atmen. Mars ist männlich und symbolisiert auch die Männer. Und diese Spielerische brauchen die Männer auch. Vor allem, sie orientieren sich neu. Dazu kommt Rahu, dieser Drachenkopf, wo gar nicht einfach zur Zeit die Orientierung. Weil dieser Weg kennt man noch nicht. Ein Neuland, neue Lebenserfahrungen. Merkur handelt, ist auch hier in den Zwillingen und das setzt auch etwas in Bewegung. Jupiter ist gerade rückläufig. Das bremst. Das bremst etwas, was wir gerade vermehren wollen. Und es hat auch einen Sinn. Entweder ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt oder wir sollen langsam tun, etwas noch überdenken, überprüfen. Und vor allem, wir sollen auf unseren Gefühlen achten, weil Jupiter ist im Skorpion, im Wasserelement. Und Wasserelement hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Und es ist hier die Kundalini-Energie. Es ist nichts anderes als die Kundalini-Energie. Und das ist die Schlangenenergie in unserem Körper. Und davon haben wir zwei. Genau wie auch zwei Systeme gibt, wenn wir über Gefühle sprechen. Und die eine hat mit den anderen nichts zu tun, aber gar nichts zu tun. Man sollte auch nicht vermischen. Die eine System gehören die negativen Gefühle. Das ist Angst, Zweifel, Unsicherheit, Wut, Schuldgefühl, Eifersucht, Neid und Hass. Das zieht alles nach unten. Das blockiert. Und die anderen Systeme, und ich trenne das, die anderen Systeme sind die positiven Gefühle, wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft und Liebe. Und das ist göttlich. Und mit dieser göttlichen Energie können wir unserem Leben kreativ, schöpferisch gestalten und wir fühlen uns frei. Aber Angst, Schuldgefühl oder auch mal Wut kennen wir alle. Nur zum Verstehen, wenn wir das zulassen, bewegen uns schon in eine Grauzone, bewegen wir uns schon in negativen Gefühlen und damit öffnet sich Pandoras Büchse und ein trojanisches Pferd kann jederzeit kommen. Und das sind Einflüsse von außen, das sind keine guten Einflüsse. Also das ist auch ein gewisser Schutz für uns, verabschieden von negativen Gefühlen, verabschieden von Angst. Dazu hilft, wenn wir den Tag leben. Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Und das ist immer die Gegenwart. Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Das ist nur ein Gedanke, nichts anderes. Und die Zukunft ist noch in Zukunft. Das können wir so gestalten, wie wir das vorstellen, aber angstfrei, weil Angst blockiert.
Also aktivieren unsere Vorstellungskraft, unsere schöpferische Energie. Und die Gedanken haben auch Kräfte und übergehen auf jeden Fall auf die göttliche Energie, übergehen auf die schöpferische Energie, weil das schafft uns Raum, das, was uns befreit und unterstützt auch anderen. Venus bewegt sich im Stier und symbolisiert uns Frauen. Wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Stabilität, wir brauchen auch Geld und dafür brauchen wir uns nicht schämen. Für unser Leben brauchen wir Geld. Und mit Geld können wir viele Dinge erreichen im Leben. Aber hier bei Venus-Energie handelt es sich nicht um erster Linie um Geld, sondern um Kreativität, um Frieden und Schönheit und Harmonie und Liebe. Die Liebe als wertvoll betrachten und im Besitz nehmen. Natürlich auch Liebe, Partnerschaft, aber auch Freundschaften sind auch sehr wertvoll. Und das können wir gerade gestalten und befestigen. Saturn und Pluto, beiden bewegen sich im Schütze. Beide sind rückläufig und zeigt karmischen Themen, Vergangenheit. Und beide Planeten befinden sich hier in diesem Knoten. Und dieser Knoten heißt absteigende Mondknoten oder Ketu, der Drachenkörper, und zeigt, in diesem Weg sind wir schon gegangen in früheren Leben. Karmischen Erinnerungen, Begegnungen lösen sich hier aus. Nun Ki bestrahlt diese ganze Knoten und Nun Ki war bei Assyrer verehrt. Die Babylonier haben das auch übernommen und die Quelle dieser Stern heißt, so wie die Assyrer das beschrieben haben, die heilige Mutter oder einen heiligen Ort. In unserer Zeit würde ich das beschreiben, ein heiliger Ort, ein Kraftort. Wir brauchen gerade einen Kraftort, wo wir das Gefühl haben, da ist so beruhigend, das ist so schön, da spüre ich die Liebe, da kann ich richtig auftanken, weil wir können gerade in einen Kraftort uns mit diesem göttlichen Energie uns auftanken. Und das zeigt gerade hier in diesem Bereich den Einfluss von Nun Ki. Uranus bewegt sich im Widder, bringt Umbrüche, Veränderungen, Neuanfang. Ich habe noch Chiron oder Chiron auch noch dazu genommen, wobei das ist Richtung westlichen Astrologie, das erscheint in indischen Astrologie nicht. Ich finde aber wichtig, über ihn auch zu sprechen. Es ist ein kleiner Planet zwischen Saturn und Uranus. Die mythologische Geschichte ist interessant. Sohn von Saturn, die Mutter ist eine Nymphe und Saturns Ehefrau Rhea hat das entdeckt und Saturn hat verjagt. Und diese Nymphe und Nymphen sind junge, unschuldiges Mädchen. Dieses junge Mädchen wurde alleine gelassen und war schwanger und dann wurde Chiron geboren. Halb Mensch und halb Pferd, das nennt man Kentauren. Und die Mutter hat ihn so hässlich gefunden, dass sie sofort hat sich ein Lindenbaum verwandelt. Und das neugeborene Baby blieb alleine, ganz alleine, ohne Mutter, ohne Vater. Dann kam der Sonnengott Apollo und Apollo hat zu sich genommen und eine hervorragende Erziehung gesorgt.
Dann wurde Chiron erwachsen, wurde weise, der Ratgeber zu Götter und Helden, war auch hervorragender Musiker, war künstlerisch begabt und vor allem hat die Heilkunst beherrscht. Der große Heiler, der Lehrmeister von Asklepios, von himmlischen Arzt. Er wurde dieser Lehrmeister. Also handelt sich auch um Heilung. Später wurde verletzt in seinen Fuß mit einem giftigen Pfeil. Das war zwar aus Versehen, immerhin war die Verletzung da. Und er war unsterblich, weil sein Vater war Saturn oder Kronos, der Gott der Zeit, und könnte nicht sterben. Er musste aber seinen seelischen Schmerz ertragen und auch seinen körperlichen Schmerz ertragen. Er könnte jede heilen, aber sich selbst nicht. Und dann ging zum Zeus und hat gesagt, er erträgt das Leben nicht mehr. Also er möchte sterben und er verzichtet auf die Unsterblichkeit. Er würde das lieber weitergeben und hat Zeus gesagt, ja na gut, dann gib deine Unsterblichkeit weiter. Und er hat an Prometheus dann weitergegeben, diese Unsterblichkeit. Und Zeus hat aus Dankbarkeit für diese gute Tat, aus Dankbarkeit hat ihn doch unsterblich gemacht und hat im Himmel gesetzt. Und dieser Kentaur ist als Symbolbild für die Schütze. Und er zeigt, wo uns weh tut, wo wir Heilung brauchen oder aktiviert unsere Heilenergie. Und viele können das auch gerade nutzen hier im Widder als Neuanfang, als beruflichen Neuanfang Richtung Heilung gehen. Und vor allem befindet sich Chiron im Mondhaus Aschwini und das hat auch mit Heilung was zu tun. Jetzt die Verbindungen. Mond befindet sich exakt auf diesem karmischen Knoten. Und das ist Rahu, das ist ein Neuland, ein karmischer Weg, was wir noch nicht kennen. Und viele von uns ist das gerade eine Herausforderung, besonders die Menschen, die zwillingsbetont sind. Und das aktiviert gerade diese Mondenergie. Merkur nähert sich zur Verbindung zum Uranus und das heißt eine Überraschung. Eine Nachricht, was für Überraschungen sorgt, für unerwartete Ereignisse. Es ist vielleicht nicht heute, aber die Annäherung ist da. Dann haben wir eine interessante Verbindung zwischen Jupiter und Mond. Und diese Verbindung nennt man in Fachsprache Quinkungsaspekt. Und das kann ich so beschreiben. Stellt euch vor, ein Pendel. Und jemand fragt, ihr sollt sagen, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Die Antwort ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht bewegt sich gar nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Und genau das löst sich aus im heutigen Tag in unseren Gefühlen oder einer bestimmten Situation. Mond lässt sich unseren Gefühlen aktivieren und bei Jupiter handelt es sich um eine rechtliche Lage oder um Gerechtigkeit. Eventuell Mutterthemen, Mond symbolisiert auch die Mutter. Yi Jing ist ein uraltes chinesisches Kalendersystem und bedeutet übersetzt Wandlung, wie das männliche und weibliche Energie sich ändert, kommt zum Wandlung und dann wiederkehrt sich das immer, diese Perioden. Und das sind diese Linien Yin und Yang. Und die heutige Yi Jing-Symbol zeigt sich hier und bedeutet Aufstieg. Also wenn wir heute etwas starten und wir wollen Ansehen oder Anerkennung oder Glück oder Erfolg, wir erleben diesen Aufstieg. Ist auch Glück in die Liebe, Partnerschaft.
Und jetzt die tibetische Symbole, die Energie nach außen, Feuer und Holzelement. Natürlich mit Feuer kann man die Holz verbrennen. Und vielleicht haben wir dieses brennendes Gefühl in uns, aber wir sollen das kreativ gestalten. Durch Begeisterung sollen wir etwas beginnen, was vermehren soll, für Wachstum sorgt. Und hier die Zahlen haben auch eine Bedeutung, ein Meisterzahl. Und das heißt, wir zeigen uns als Meister oder meistern wir unserem Leben, unserer Lebensaufgabe. Und wir sollen im inneren Gleichgewicht achten. Und von dieser inneren Ruhe, inneren Kraft entsteht etwas Neues. Oder wir sollen die Einflüsse von außen betrachten, konzentriert sein, überprüfen etwas und dann danach handeln. Feuerhund ist hier das Symbol und dieser Feuerhund sitzt auf Metallelement, was uns diesen Halt gibt. Das ist die Metallelement, etwas klären, etwas in Ordnung bringen, konzentriert sein. Und dann kommt viel Feuer und Holz dazu. Das ist die Feuer, natürlich Feuer und Flamme zu sein von etwas, die Begeisterung. Feuer steht auch zum Gefühl Wut, aber Wut gehört zum negativen Gefühlen. Und es ist wichtig, die Metallelement zur Ruhe zu kommen, mit klarem Kopf etwas betrachten und nicht zu unüberlegt stürmisch handeln. Und dann die Holzelement zeigt mehr Sicherheit oder Stabilität oder eine langsame Wachstum. Und die Bedeutung dieser Feuerhund ist diese Treue, Aufrichtigkeit, Freundschaften, Einsatzbereitschaft, Tapferkeit und bei Ungerechtigkeit ist Wut. Das, was ich hier verspüre, wenn das um Ungerechtigkeit geht, entsteht Wut, aber wir sollen das mit kühlem Kopf alles betrachten und danach handeln. 1946 und 2006, diese Jahrgänge stehen in Verbindung zum heutigen Tagesenergie. Die Zahlen haben Bedeutung, 6 im Metallelement, das heißt Vergangenheit abschließen, da was zum Klären. 9 im Feuerelement bedeutet, wir stoßen an unseren Grenzen und nicht davonlaufen, sondern mutig weitermachen. Und die 3 im Wasserelement, das heißt inneren Gleichgewicht, Ruhe, Gefühlen achten, die schöpferische Kraft verspüren. Dadurch entsteht etwas Neues oder die Einflüsse von außen betrachten. Aber wenn das eine gute Energie ist, dann natürlich, wir dürfen das auch spüren, Freundschaften oder Liebe oder Hilfsbereitschaft. Wenn das aber andere Art von Energie ist, weil das uns aus der Ruhe bringt oder nervt, dann aber die Ruhe bewahren und das auch betrachten, nicht davonlaufen, sondern mutig reagieren. Und das war die heutige Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.